Hallo Nicht Leute mehr. und herzlich willkommen zurück zu New Final Fantasy Crystal Chronicles Part 99! Part 100 wird auch noch bald folgen. Ultra Tierno Part. Yeah, let's Cherno. Nein, halt, nein, nein. So dumm bin ich nun wieder. Ich sollte aufhören. Ich habe extra jetzt das Video sehr leise gemacht im Vergleich zu, ja, Wolf, der ist dabei, der heißt Wolf, damit ich das Video dann in-game-Sound später haben kann, damit ich nicht das Problem hatte, was ich sonst habe, dass Wolf immer das Video übertönt oder umgekehrt. Was wolltest du sagen? Ja, woher weißt du echt mal, was in meinem Kopf abgeht? Ich dachte, du bist da oben ausgezogen. Ich bin nur kurz mal weggegangen, um ein paar Sachen zu holen. Es ist so leer da drinne. Den Mietvertrag muss man da nochmal erneuern, aber. Als ob ich da bezahle, du bist ja auch in meinen Kopf eingezogen. Eine Hand wäscht die andere. Der Kopf ist so schön voll, aber ich musste einfach noch ein bisschen Platz schaffen. Brauchst du dieses lilane Ding da noch? Das könnte ich da ein bisschen vielleicht wegmachen, ein bisschen abbauen. Ja, ein bisschen mit der Spitzhacke. Ne. Ja, brauchst du das noch so unbedingt? Was genau jetzt? Dieses pinke, schleimige Ding da oben. Ja. Bei dir ist es übrigens auch noch vorhanden. Es ist nur etwas geschrumpft. Ja, kann ich das nicht irgendwie ein bisschen zusammenquetschen oder so? Nee, aber ich glaube, wenn du die Schubladen findest, nimm mit dem ganzen Zeug aus der Schule von damals. Das kann weg. Das Wissen über Animes und so weiter muss ich aber behalten. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das darf nicht weg. Ja, weißt du, der Plasma-Fernseher passt einfach nur nicht so da oben rein. Ach Ja, ja, was ich Kopfkino. zeigen wollte. Ich habe was Neues gefunden, bla. Wie ich auch erwähnt hatte in den Videos unten in der Beschreibung. Diamantpanzer zum Beispiel jetzt. Danke. Diamantpanzer. Fehlt mir noch Orichalkum, um den herzustellen. Ich habe jetzt einen Schmied gefunden, der das hat. Im Prinzip die Schmiede in Mal und in Alphitaria zusammen, die beiden Deities. Und mit dem Klavit in Mal. Können alles schmieden. Das Problem bei den Schmieden ist bloß, sie können nicht alles. Teilweise können sie, haben sie Spezialgebiete irgendwie. Der eine kann die eine gute Rüstung machen, aber dafür die andere gute nicht. Muss man einfach hin und her reisen. Diamantpanzer war, glaube ich, Alvitaria. Ich war, oder mal. Mal? Weiß nicht. Legendärwaffe habe ich auf jeden Fall, habe ich im Stream gezeigt. Gab 4 Stunden Training und so. Gang, ja, habe ich jetzt. Verdammt, Gang ist cool. Und ich habe auch noch eine weitere Rüstung. Und zwar die Kristallrüstung, die wir. Immunität gegen Miasma plus 1 gibt. Und ich weiß jetzt, was das Stirnband macht. Meine Spezialattacken können schneller ausgeführt werden. Ja, vorhin, letztes Mal habe ich nämlich zwar Sammeln minus 5 gelesen. Diese Spezialattacken können schneller ausgeführt werden. Habe ich nicht gelesen. Mein Mikro war im Weg. Ich konnte das nicht lesen. Auch wenn es da direkt steht. Ich wusste nicht, was das Item bringt. Ich Ich wollte gerade weiß. sagen, das steht doch da. Im Nachhinein komme ich mir extrem blöd vor. Aber ich konnte es nicht lesen. Da stand was davor. Also Leute, ich habe eine Bitte an euch. Gebt mir irgendein Spiel zum Suchen. Mir ist so stinklangweilig. Ich habe Turm und Another World in 3 Tagen durchgesuchtet. Spielt Toman World Link durch, das ist länger. Willst du wetten? Naja, es hat Kanto komplett, es hat Höhen komplett, es hat Johto ein bisschen, es hat noch die Jade-Region. Du kennst mich, oder? Ey, es sind immerhin weitere 5 Tage. Bis dahin ist das Video oben Ich und habe 3 Tage Leute. dafür gebraucht. Ja, aber das ist länger als in Another World. Deswegen 5 Tage. Naja, sagen wir 4. 4 Tage sollten aber reichen, damit die Leute Vorschläge geben, ob du was du zocken sollst. Wir haben Wochenende. Das Video kommt Ich kann morgen die hoch. Nacht auch durchziehen. Auch wieder. Das könnte Challenge werden. Du streamst mit mir. Du, wollen wir mal. Wollen wir beide mal Super Mario World zusammen aufnehmen? Als Nachfolgeprojekt von Tom und Another World, so am Stück komplett. Okay, ich hab wenig Mega vor. Upload. Mega Aufnahme. S4 ist geil. Sollte ich auch mal wieder spielen. Ich habe es vor, glaube ich, gelöscht. Das würde ich mit dir suchten. Wir machen nicht Tida. Nee, das mache ich dann auf dem Rückweg. Weil ich will erstmal zu den Karfunkeln. Entida, die Nebenmission mit dem Abschiedsbrief und so weiter, oder diesem Brief in dem abgestorbenen Baum.
Fällt mir ein. Ich bin gerade falsch gefahren, verdammt. Ich muss nach unten. Auf die andere Seite. Ah ja, und warte, ich frage mal dieses. Miau. Bei Grace Amigos war das, war ich. Ich glaube, das wissen sie alle. Stream-Ankündigungsvideo mit und von Sana. Miau. Ich habe mir das echt, bevor ich es gerendert habe, 20 Mal angehört. Ach, Quatsch mehr. Ist das irgendwie so erotisch? Es ist einfach so, wie dieses Panda macht, nur kürzer. Wieso machen wir jetzt 10 Stunden das nur da raus? Oh mein Gott, ich hab gerade auf eine Idee gebracht. Mach das nicht bitte, Leute. Leute, mach das bitte nicht. Ich gebe es Flojo. Obwohl, der hat Panda macht nur noch eine 10-Stunden-Version gerendert, aber er kann es nicht hochladen. 11 GB, weil er das Video mitgerendert hat. Tja. Und Flo, hör auf, die ganze Zeit Hole und Shadow Spiele bei Steam zu schenken. Ich gehe jetzt auf Emulator so und hol mir jetzt einfach verdammten NES-Emulator. Dann spiele ich Castlevania. Hast du schon Tovania gespielt? Ja. Beide? Leck mich. Leck mich mit dem Scheißspiel. Willst du Toman Insane spielen? Da sitzt du ein Weilchen dran. Ich habe noch ein Leben. Man kann es nicht glauben, aber ich habe noch eins. Kaiser Mario, wo das geht. Ich habe gerade die ersten zwei Level geschafft. I wanna be the guy, bin ich auch noch recht weit gekommen. Nicht I wanna be the guy. I wanna be the ich irgendwas. Habe ein Leben. Frag Dome, das ist die er meint, es ist das schwerste Spiel, das existiert. Was aber wie die Schweinmaiden? Nein. Was dann? So, du brauchst 1000 Versuche für einen Sprung der und du hast irgendwie, wenn du gut bist, weil du irgendwie eine Millisekunde Zeit hast für den Sprung. Ich habe ja Kaiser Mario. Es ist schwieriger als Kaiser Mario. Habe ich gehört. Ich habe selbst nie gespielt. Du kannst ja. Obwohl die Seite ist down. Oder war. Die war schon zwischendurch mal down. Ja, aber jetzt ist sie wieder down. Da, wo ich meine. Meinen Spielen recherchiere und nach meinen Toro spielen. Ich glaube, ich kann mir den 64-Emulator draufklatschen und dann bla. Weißt du, was du dir. Ein RPG? Toho Mother. Oder allgemein Earthbound könntest du dir holen. Nee, spielen, weil die. Ich mich nicht. Aber die da hast du was zu tun, die brauchen etwas länger. Wieso interessiert dich ja nicht Earthbound? Earthbound ist geil. Naja, mich interessiert aber nicht. Alter, wir nehmen schon 8 Minuten fast auf. Ich könnte auch fragen, wieso stehst du auf Titten? Oder wieso, ja genau, ich könnte auch fragen, wieso stehst du nicht auf Titten? Oder wieso stehst du auf alte Frauen? Bessere Frage. Das bekommst du nicht mehr los, das bekommst du nicht mehr los. Lalala. Kannst du ja mal gucken, ob du irgendwo Sacred 1 im Internet findest. Das würde ich dann mit dir spielen. Ich habe Sacred 1. Du hast Sacred? Kann man ja online spielen. Habe ich. Ja, ich auch. Sacred 1 Gold Edition. Kampfmagier. Dunkelelf. Ich liebe mit zwei Waffen kommt man so schön durch alles durch. Ach, ich mache die Windböe, dann bash ich auch alles weg. Ein Kampfmagier hat auch geil. Ich habe einen Drachenmagier in Sacred 2, aber ich habe Sacred 2 kaum gespielt. Also wirklich kaum. Sacred 2? Bin auch am Anfang. Das ist doch das Neue, oder? Das finde ich besser. Naja, also sagen wir so, ich habe für 20 Euro plus die beiden Erweiterungen. Ich habe nur oder 25 1 Euro. Ich hatte mal noch die Gold Edition von Sacred 1 und die andere World da. Ich auch, aber Sacred 1 ist besser als Sacred 2. Es sieht zwar nicht so schön aus, es macht aber einfach mehr Spaß. Warte mal. Sacred. Du hast dich gerade auf die Idee gebracht. Dankeschön, Guay. Ich hab was zum Suchen. Sacred 1 ist so geil. Ja, dankeschön. Ich hab was zum Suchen. Du könntest ja eventuell irgendwann mal zusammenspielen. Ja, genau, du nimmst Sacred 1 auf und ich zieh noch Nadja mit rein. Obwohl Nadjas Festplatte. Nadjas. CD-Laufwerk spinnt rum. Deswegen kann sie es nicht abspielen. Damit du das hochladen kannst. Ich bin ausgebucht. Ich bin viel zu faul. Ich könnte Sacred Gold installieren, wenn es geht. Ich bin jetzt bei den Karfunkels und es sind viele Karfunkels wach, weil ich es letztes Jahr verpennt habe. Deswegen macht euch auf viel Story gefasst. Du Scheißpenner. So. Was willst du hier? Ja, komm, geh halt mal bitte zu. Oh, leg mich doch am Arsch. Was willst du hier? Deine Mutter ficken, deinen Vater ficken, deine Schwester ficken. Was willst du? Dein Bruder verhauen. Ich glaube, dieser sagt mir erst nächstes Jahr was. Der ist gerade erst aufgewacht und extrem pissig. Wieso? Ja, er ist aufgewacht und extrem pissig. Geil. Ist da hinten ein Eingang? Ich liebe extrem pissige Gegner. Die waren immer so schön für Schaden.
Oh, das hier ist ein Mori-Nest. Das haben wir so, solange ich die Dinge nicht bekämpfen muss, ist mir nicht scheißegal, ob die pissig sind. Ja, war ich hier noch nicht drin? Ich dachte, ich wäre schon im Mori-Nest in der Stadt gewesen. War ich auch. Hat die Stadt zwei Eingänge fürs Mori-Nest? Ach, egal. Ihr hört es an, ob du live beim Spiel installieren. Yeah. Tick. Tick. Zirpen. Der Grillen. Ja, du brauchst doch so ein Man hört ja das Gras wachsen, so laut wie das ist. Du Scheiß-Ladebalken. Hopp, hopp. Das geht warum noch schneller hier. Hopp, hopp. In Sack. Mit dir. Oh, ich habe so lange keinen Kampfmagier mehr gespielt. Ich hoffe, sobald ich den Magier frei habe, der mir meine Fähigkeiten aussuchen kann, bin ich immer gleich die Windböe. Und die level ich dann meistens hoch bis zum Unendlichen und noch viel. Okay, hier der Karfunkel, seitdem du das letzte Mal hier warst, habe ich viel nachgedacht. Er weiß ehrlich, wie er sich selbst befriedigen kann. Du versuchst etwas Großes zu bewerkstelligen. Höre, was ich zu sagen ich habe. Entsprechen. Es ist die komplette Story des Spiels gerade. Ja, du kannst ihn sprechen, aber er ist hunderte von Jahren altes magisches Wesen. Vor langer Zeit gab es auf dieser Welt einen großen Kristall, der den Sterblichen Schutz und Segen spendete. Eines Tages fiel ein großer Stern vom Himmel herab, zerstörte den Kristall und hüllte die Welt in Miasma ein. So gut. Der yep. Kristall verlor sein Licht und damit seinen Segen. Und das Miasma nahm viele Sterblichen das Leben. Oh, toller Reib. Doch die Splitter des Kristalles schützten die Sterblichen vor dem Untergang. Miasma. Ja, ich rate mal so. Und sie errichteten Dörfer und Städte um die Überbleibsel des Kristalls herum. Es ist lange her. Kein Sterblicher wird sich an die damalige Geschehnisse erinnern, weil sie dumm sind. Vor langer Zeit... Okay, und jetzt wiederholt er sich. Ich bin gut, oder? Ja, du kannst alte Stimmen voll gut machen. Roxas kann das nur, weil er raucht. Ich rauche nicht. Also ich wüsste mal nicht, dass ich es tue. Was ist? Verschwinde! Unter meinem Rasen, Jungchen! Oder ich hole die Oma und die gibt dir dann. Die Omi kommt. Wenn die gerade meine Augen sehen, die sind so. Lass mich gefälligst meine Ruhe. Ich werde bald sterben. Okay. Im Prinzip. Die Story der einzelnen Karfunkel geht erst weiter, wenn man sie einmal angesprochen hat und dann im Jahr darauf. Mit anderen Worten, nächstes Jahr werde ich eine Menge Story haben. Aber im Prinzip, ich komme gleich, wenn der, ich frag dir noch. Steppi, haben wir nichts mehr. Scheiß magische Wesen sind immer so arrogant. Ey, lass magische Wesen, die Dinger sind richtig geil. Die haben einen Rubin hinten in den Haaren. Ja, angeboren. Und? Hast du keinen Rubin hinten in deinen Haaren? Die Viecher sind... Alter, bei Kopfgeldjägern und Wilderern müssen die Viecher so scheiße beliebt sein. Okay, ich habe so eine Frage. Was sind 32-Bit-Farbtiefe? Soll ich das an- oder ausmachen? 32... Kommt drauf an... Hast du 16... 32-Bit... So mehr Bit, umso besser. Okay, also nehme ich mal. Was hast du für einen PC? 32 oder 64-Bit? Wo sehe ich das... Du gehst auf Windows-Zeichen, dann Rechtsklick auf Computer und dann auf Eigenschaften. Ich habe mich erinnert, hier unten war ja auch noch ein Karfunkel. Deswegen bin ich noch runter gelandet. Also. Träume ich? Den spreche ich 74 jetzt. 74-Bit. Oh, ach ja, er weiß nicht, ob er noch wach ist, ob er noch schläft oder wach ist. Ja, wenn man einige hundert Jahrhunderte geschlafen hat, dann weiß man eventuell nicht mehr, ob man wach ist oder schläft, wenn man aufwacht. Ja, will ich auch nicht, jetzt nicht mal, hallo, das kann. Der hat garantiert, in 100 Jahren hast du garantiert irgendwann schon mal geträumt, dass du wach bist. Ja, natürlich. Du musst voll verwirrend sein. Ja, bin ich wach oder nicht? Ich weiß, wie es da rausfällt. Ich nehme Messer und stech mich ab. No comment. So, wird man es herausfinden. Es ist zwar keine gute Möglichkeit, aber man wird es herausfinden.
Naja, du kannst dich auch nur anschneiden, das reicht auch schon. Ey, das ist langweilig. Zu den Karfunkeln. Also, ne, es gab ursprünglich mal, wie er gesagt hat, einen Riesenkristall. Ein Kristall so groß, dass er die ganze Welt beschützt hat mit seiner heiligen Aura. Dann ist von oben ein Meteorit runtergebracht, dieser Stern, und Und aber volles hat Battle. den zertrümmert. Diese Kristallsplitter liegen jetzt überall im Weltraum und darum gibt es ja diesen ha die Häfen und die einzelnen Dörfer. Gab's da volles Riesen-Battle? Mal Amphitaria. Nee, der ist einfach nur runtergefallen und ist drauf gelandet. Langweilig, es soll Und volles Riesen-Battle geben. wir wissen ja von Miorim und anscheinend ist Miorim entstanden oder mit diesem Meteor auf die Erde gekommen, weil vorher gab es ja anscheinend Miorim noch nicht, weil er ja diese heilige Aura alles beschützt hat. Mit anderen Worten, Miorim kann erst nach dem Einsturz gekommen sein. Und die Okay, Frage das ist ist jetzt, jetzt wie ist fast. Miorim entstanden? Kam er jetzt wirklich aus dem Stern mit oder hat ihn eventuell der Stern befreit und Miorim hat im Erdinneren geschlafen oder all das, was man sich eben so denken kann? Mein Kampfmagier ist Lord Wolf, wer hat's gedacht? Der streckt jetzt bitte. Great, du streckst dran, oder? Ich Muss sag ich. dazu mal nichts. Natürlich bin ich bereit, du dummer Sack. Ich trete dir auch noch auf den Arsch. Ach ja, hier ist. Ich kann hier aufladen und so weiter. Ich zeig euch mal. Gangnir. Bam. Gangnir, es sind zwei Schläge. Man sprintet zum Gegner hin, verpasst ihm einen Schlag, und dabei schlägt man einmal zu. Und danach schlägt man noch einmal zu. Man kann nur hier nicht vorwärts dashen, im Miasma anscheinend. Man sieht, ein Schlag, noch ein Schlag. Ein Kreuzhieb im Prinzip. Und der erste Hieb hat eine. Trifft eben alles auf dem Weg, da wo man hinzielt. Und der zweite trifft eben nur da lokal, wo man hingezielt hat. Bla.